Der Zürcher Verleger Emil Opprecht war schon zu Lebzeiten eine Legende. Trotz Zensur publizierte er in seinem Europa-Verlag im Zweiten Weltkrieg bedeutende Exilautoren wie Heinrich Mann, Ernst Bloch, Else Lasker-Schüler. Er engagierte sich für die einzige freie Theaterbühne in der Zeit des Nationalsozialismus und er verhalf unzähligen Flüchtlingen und Exilanten zu einer sicheren Unterkunft und neuen Papieren. Der Historiker Christoph Dejung legt nun die erste Biografie über diesen außergewöhnlichen Kulturmenschen vor. Christoph, es war ziemlich schwierig, über Emil Opprecht an Informationen zu gelangen. Wieso war das so kompliziert? Weil er nicht eitel war. Er hat sein Leben nie in den Vordergrund gestellt. Er hat gehandelt und dennoch möchte man ihn als Menschen erkennen. Woher kommt er denn so zu seinem familiäres Umfeld? Weiß man darüber was? Sein Vater war ein Kanzlist auf dem Steueramt. Seine Mutter war Hausfrau. Und man muss sagen, sie haben im Arbeiterquartier ganz, ganz kleinbürgerlich gelebt. Nun hat sich Emil Opprecht schon sehr jung, kaum 20 Jahre alt, humanitär engagiert. Wir sehen hier ein Bild von ihm, wo er einen Kindertransport empfängt von Kindern aus Kriegsgebieten, die zwecks Erholung in die Schweiz kommen. War das eine familiäre Sache, dass man sich humanitär engagiert, oder woher kommt sein Engagement? Er hat schon eine Kinderzeitschrift gemacht vorher. Und er hat ohne Zweifel den Menschen in Wien, die gehungert haben, helfen wollen und vor allem den Kindern. Du hast erwähnt, es gibt ein Vorbild. Das Vorbild ist, wenn man so will, die große Hilfsaktion der Amerikaner, die Wien vor dem Hunger gerettet haben im Winter 1919. Und Herbert Hoover, der spätere Präsident, wäre ein anderer. Aber er ist dafür in der Schweiz tatsächlich bekannt geworden. Man kennt ihn besser oder mehr, man weiß mehr über ihn in seiner Zeit, als er Verleger wird oder als er sich fürs Theater engagiert. Und die meisten kennen die legendäre Buchhandlung Dr. Opprecht AG in der Zürcher Remisstraße. Was kennzeichnet ihn als Verleger? Als Verleger kennzeichnet ihn vor allem einmal die absolut konsequente, mutige Durchsetzung dessen, was er für richtig erachtete. Und seine Unbekümmertheit, natürlich hatte er ein Umfeld, das ihn stützte, aber Mut brauchte er vom ersten Tag an. Weil er Texte publiziert hat, die sonst verboten waren. Das war eigentlich in Deutschland so, dass sie verboten waren. Seine Buchhandlung wurde ja berühmt durch den Scheiterhaufen der verbrannten Bücher, die er nachgemacht hat. Aber musste er es auch befürchten als Verleger, dass die Verbote weiterreichen, auch bis in die Schweiz? Das ist eigentlich nicht sein großes Problem gewesen. Er hatte mit der Zensur natürlich seine Sorgen. Es gibt verstümmelte Bücher, es gibt Bücher, die leider nicht so verkauft werden konnten. Aber er und vor allem auch Emmy haben sich selbst mit dem Bundesrat unerschrocken in jeden Strauß verwickeln lassen. Er hat besondere Verdienste erworben, indem er wirklich Texte von Exilautoren verlegt hat, die andere vielleicht abgewiesen haben. Wie kam es denn dazu, dass ein Mensch wie oder ein Schriftsteller, Titan wie Thomas Mann, ihm Texte anvertraut hat? Er war sicher mit Klaus Mann und Erika Mann befreundet, lange bevor er den Alten kennenlernte. Und der Alte wurde ja von seinen Kindern zum politischen Widerstandskämpfer erzogen. Und er hat dann sicher eine große Freude gehabt an der Art, wie Emil Opprecht das machte. Im Detail ist das fast nicht nachzuerzählen. Nebst den Büchern hat er eine zweite Leidenschaft, die bekannt ist, nämlich die fürs Theater. Er hat leidenschaftlich Theater auch gespielt. Und dann wird er plötzlich der Retter vom Schauspielhaus. Das ist ein ziemlich großer Weg. Wie ist er in diese Position hineingerutscht?
Was war damals los am Schauspielhaus? Er war für die Zürcher Stadtregierung der verantwortliche Theatermann. Er war schon Aufsichtsrat im Stadttheater, im heutigen Opernhaus. Und als das Schauspielhaus in Gefahr war, an irgendwelche meistbietende, wahrscheinlich Nationalsozialisten verkauft zu werden, hat er es anders fertiggebracht. Er hat es ja auch geschafft, einen ganz bedeutenden Regisseur ans Schauspielhaus zu holen. Wir sehen hier Oskar Welterlin. Wie kam er dazu, diesen Mann aus Frankfurt zurückzuholen nach Zürich? Die Haupthilfe kam von einem, wo man es gar nicht vermuten würde, nämlich von der Fremdenpolizei. Da gab es auch Theaterbegeisterte und Welterlin war in einer dummen Situation. Er war aus Basel vertrieben im Frankfurt-Theaterleiter und er hat aus dem nationalsozialistischen Deutschland diesen Mann geholt und sein sogenanntes humanitäres Theater, das ist dann eine wirkliche Fortsetzung gewesen für das große Schauspielhaus der 30er Jahre. Er war sehr beliebt auch bei den Schauspielern. Wir sehen hier einen Brief von Therese Giese, die ihn 1946 schreibt. Aber es gibt ganz viele andere handschriftliche Briefe, die erhalten geblieben sind. Man nannte ihn sogar Opi. Das ist eine Art Auszeichnung, richtig? Unter Theaterleuten. Das ist Theaterstil. Also die haben sich alle so genannt. Der Welterlin hieß Oski. Also das ist nichts Besonderes. Aber er hat diese Dokumente aufbewahrt. Kein Brief von ihm, kein Brief von Emmy ist irgendwo zu finden. Aber die Briefe guter Leute, großer Leute, die hat er aufbewahrt. Man kann den Begriff Retter oder etwas zu retten schon ziemlich sehr mit ihm in Verbindung bringen. Wie konnte er denn überhaupt helfen in dieser Zeit? Auch mit seiner Theaterbegabung. Seine Auslandreisen während des Krieges, das war zuerst mal Kunst, dass er überhaupt durfte. Dann alles so im Untergrund machte. Und seine absolute Unerschrockenheit im Zusammenspiel mit Nationalsozialisten in Deutschland, mit Vichy-französischen Behörden, mit den Schweizer Behörden, das fiel ihm ganz leicht. Wie gefährdet war er denn selber? Ganz sicher vom ersten Tag an auf diesen sogenannten schwarzen Listen, da gibt es ja auch Beispiele. Also einige Leute, aber nicht einfach seine Gegner, einige Leute, die hätten ihm ganz gewiss das Leben ausgelöscht, wenn die Deutschen gekommen wären. Das ist klar. Andererseits fühlte er sich vollkommen sicher, sowohl im Roten Zürich wie in der Schweizer Armee, wie in dieser Bewegung der geistigen Landesverteidigung. Das waren viel, viel mehr Leute als nur die Linke. Viele waren ihm dankbar, darunter auch namhafte Politiker. Hier kriegt er sogar einen Brief aus dem Weißen Haus. Wie stand er mit denen in Verbindung? Er ist tatsächlich als ein Spion oder Spionenführer tätig gewesen während des Krieges. Ganz überzeugt zuerst für Elisabeth Wiskemann, eine englische Spionin in Bern und dann für Allen Dulles. Ein Amerikaner, der in Verbindung stand mit Präsident Roosevelt, der sich da auch bei Familie Obrecht für die Unterstützung bedankt. Das geht weiter, selbst Winston Churchill schreibt später an Emil Obrecht persönlich. Das heißt, der Ruf ist ziemlich weit in die Welt hinausgedrungen. Er ist in seinen letzten Lebensjahren wahrscheinlich selber sich gar nicht bewusst gewesen, wie berühmt er geworden ist. Und er hat eine Pflicht nach der anderen an sich gezogen und dann leider sich zu Tode gearbeitet. Ein letztes Beispiel für seine Hilfe, die noch junge Maria Becker, die Grande Dame des Theaters, bedankt sich bei ihm, beim lieben Opi. Was hat er für sie getan?
Also hier bedankt sie sich dafür, dass er sie mitnahm nach Marseille. Im Krieg? Im Krieg, um ihre Eltern, um ihre Mutter und den Stiefvater zu sehen, die noch nicht gerettet waren, die dann im nächsten Jahr durch ihn und seine Freunde gerettet wurden. Es gibt eine Person, die entscheidend war in seinem Leben, nämlich seine Frau Emmy. Sie haben sich sehr früh kennengelernt, die beiden. Er war 26, sie war 22. Emmy hat ihren Emil in allem unterstützt. Was hatten die beiden für eine Beziehung? Was war das Geheimnis der beiden? Das Geheimnis war, dass sie wirklich Genossin und Genosse waren, dass sie wussten, eine Ehe ohne Ehebett, sie war lesbisch, er war homosexuell. Das geht, so kann man leben, das kann man spielen. Und sie spielten auch sogar eine bürgerliche Familie mit einem Dienstagabend, wo immer vornehme Leute eben von Thomas Mann bis da und dorthin einfach kommen durften. Was würdest du als die herausragende Eigenschaft dieser Frau bezeichnen? Sie hat ihn ja in allen den Rücken gestärkt. Da sehen wir beide sogar beim Skifahren. Aber sie war eine großartige Kämpferin für das gemeinsame Projekt. Und das gemeinsame Projekt, wie würdest du das bezeichnen? Was trägt das für einen Titel? Für die Emigranten, aber auch für die Schweiz. Eine Kultur schaffen, die demokratischer, die freier, die gehaltvoller wäre. Eine Schweizer Philosophie mit einer Schweizer Geschichtswissenschaft, mit einer Schweizer politischen Wissenschaft. Da hat er sehr, sehr viel geleistet. Du erwähnst die Schweizer Geschichte, die Schweizer Ausrichtung. Zugleich nennt er seinen zweiten Verlag den Europa-Verlag. War er ein ganz früher Europäer? Absolut. 1935 schon war er in der Europabewegung. Er hat Denis de Rougemont, der ein demokratisches Europa geistig entworfen hat, zum Autor gemacht. Und er hat ganz klar immer gesagt, man kann nicht neutral sein. Eine starke Aussage von heute aus betrachtet. Was bleibt von Emil Obrecht? Es bleibt das Bild eines Menschen, der mit einer Unerschrockenheit ohnegleichen vor überhaupt nichts Halt gemacht hat, was ihm sein Gewissen befohlen hat. Er hat nie verletzt, offensichtlich auch Menschen, die anders dachten als er, mitnehmen können. Und er hat der Schweiz bis heute ein Vorbild hinterlassen für eine Öffnung auf die ganze Welt. Vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön.